Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Armeniern. Und heute landen wir erstmal hier die Verstärkungstruppen. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück bei den Skythen hier. Mit den Slingern könnten wir tatsächlich was schaffen. Aber weiß man's? Wir müssen abwarten. Wartet auf meine Befehle. Berittene Bogenschützen. Einheiten, marschiert. Stimmen die Bauern auch mal hier raus. Also der Ausfall ist halt auf jeden Fall unfassbar gefährlich. Eure Verstärkungen sind hier, aber genügen sie, um den Sieg zu sichern? Ja, das werden wir dann sehen, ob die genügen. Ich glaube ja eigentlich nicht, ne? Mal bitte so eine breite Reihe, dass der mich nicht... Hä? Moment mal. Achso, ich kann das noch nicht sehen, weil die Einheit noch nicht auf dem Schlachtfeld ist. Okay. Gut, jetzt kann ich es aber sehen. Also dann bitte einmal hier hinstellen. Und du bleibst bitte so knapp dahinter stehen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ich reite mit denen schon mal raus. Das Tor steht noch offen, deswegen kommt er da jetzt gerade an. Weil irgendwie dieser Bauer da rausrennt. Okay, lauf mal zurück. So, jetzt kannst du das Tor auch wieder zumachen. Finde ich. Gut. Ja, klar greifen die uns an. So als Schutz, ne? Nehmen wir noch die Bauern mit. Wir müssen unseren Einheiten noch eine kleine Pause geben. Außer Atem und Erwärmen, das ist ja noch in Ordnung. So, und jetzt gehen wir den Hügel hoch. Also, weil solange wir hier, ne, da ist so eine leichte Steigung, hat er immer den Reichweitenvorteil. Auch gegen die Steinschleuderer, obwohl die ja eine unfassbar hohe Reichweite haben, die Rodos Steinschleuderer. Aber das ist was, das will ich mir jetzt hier echt nicht antun. Ja, positioniere ich mal. So ein bisschen so an den Map Edge ran. Ja, ne? So, das könnte jetzt eine Situation sein, die wir vielleicht ausnutzen können. Wenn wir nämlich auf seine berittenen Bogenschützen schießen. Immerhin. Ja, ja, der trifft alles von uns. Das ist schon okay. Hier geht es vor allen Dingen darum, einen möglichen Ansturm abzuwehren, ne? Deswegen sind wir da tatsächlich, also ich, ja. Ich muss sagen, ich bin nicht glücklich damit, dass er so, ich bin vor allen Dingen nicht happy damit, dass er da so auf unsere Steinschleuderer schießt. Da tut halt jede Einheit weh als Verlust, aber... Söldnerpeltasten.
Oh, cool. Okay, das hat sogar funktioniert. Berittene Bogenschützen! Einheiten, rennt! Einheiten, rennt! Steinschleuderer von Rhodos! Rhodos Steinschleuderer! Los, los, los! Los, los, los! Berittene Bogenschützen! Steinschleuderer! Ganz schlimm ist halt, unsere Einheiten sind ja ungepanzert, deswegen macht er so viel Schaden gegen uns, ne? Aber, ja, das ist okay. Der Feind flieht, jagt ihm vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Ja, sollen wir da Sangschlacht fortsetzen? Ja, sagen wir. So, und ihr nehmt bitte Reis aus. Oh nein, nicht ernsthaft, ne? Haben die Einheiten noch gebackt am Ende. Aber gut, die Belagerung ist aufgehoben. Das ist ganz wichtig. Also, wohin flüchtet er? Ich wollte halt eigentlich hier hoch. Ich hätte die Einheiten hier oben gebraucht, ne? Aber was willst du machen? Sitz bereit! Wir gehen auf die Seite mit der Flotte, weil wenn sich die Armee hier rein bewegt, zählt das, glaube ich, nicht als verbrauchte Bewegung. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also jetzt müssen wir noch irgendwas gegen den Typen da machen. Und da kaufst du dir erstmal den Bruder hier. Ist kein Problem. Boah. Ich hätte eigentlich gedacht, da ist vielleicht noch so ein berittener Bogenschütze mehr dabei, aber egal. Gut, okay. Rüber hier rüber. Du kannst hier noch die Einheiten ausbilden lassen oder fortbilden lassen, meine ich. Gehst bitte auch näher ran. Nimmst die beiden bitte mit. Den Söldner lassen wir mal noch. Nimm noch einen berittenen Bogenschützen mit in die Rekrutierung rein. Das ist, glaube ich, auch gut. So, dann war noch was anderes hier unten. Es ist dann besser, wenn wir nach Jerusalem gehen, weil hier die Rebellen sind. Dann bilden wir die Truppen in Jerusalem fort. Okay. Salona. Salona konnte ich angreifen, ne? Es wird eine kurze Schlacht werden. Auf meinen Befehl warten. So, die Ramböcke brauche ich ja nicht. Weil unsere Spione das ja alles aufgeschlossen haben. Ist das eine Riesenarmee. Passen auch alle da rein. Eure Männer haben die Mauern eingenommen. Der Weg zum Sieg ist gesichert. Wie viele Pferde hier rein wollen. Ah, da war der General gerade hier da vorne. Oder eine Einheit des Generals auf jeden Fall. Irgendwo habe ich sie gesehen. So, sind jetzt alle drin, muss jemand nochmal aufs Klo. Geht nämlich gleich los. Lass bitte Plänkelmodus an für die Illyrer. Bewegung!
Lass ich mal hier hingehen. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, gucken. Das ist nämlich gar nicht so ohne mit den Hastati, weil die ja einen Pila-Angriff haben. Ja, warte mal. Einmal hier. Einmal hier. Unsere Illyrer müssten von da nämlich auch treffen können. Ja, du bleibst da bitte stehen. Ja, gut. Okay. So, jetzt bitte normale Geschwindigkeit. Nee, lass das mal ruhig angehen. Ja, so ein paar Einheiten verliert man dann da. Das ist halt immer das Ding, wenn man so eine Stadt angreift und man hat halt nur, und man hat halt eigentlich nur berittene Bogenschützen dabei, ne? Gut, das reicht. Dann gibt's keine Revolte in Salona. Meine Augen sind eure. Jetzt kommen die Gallier und greifen uns auch an oder sowas. Niemand wird mich sehen. Wir können nicht weiter sein. Meine Augen sind eure Augen. Ich kenne das gar nicht, dass die Thraker so viele Gebiete haben, ne? Oh, mit Prätorianer-Kohorte. Okay, der muss jetzt erstmal hier angreifen. Sieg! Okay, segelt erstmal weit, weit weg. Da ist nichts auf dem Schiff. Ah, da gehst du bitte hier hin. Sehr schön. Da ist auch eine Armee drauf. Ja, die ist ganz okay. Du kommst auch bitte hier mit dazu. Da ist keine Armee drauf. Du wolltest da runter. Okay. Ja, also warum nicht? Ah, ja. Das ist unser Seitenanführer, ne? Der kann jetzt schon mal hier mit auf das Schiff gehen. General, greif den Feind an! Die Siedlung wird belagert, Sire. Also wir müssen das schaffen. Ich habe eigentlich keine Lust, das Ding dann noch 6 Runden lang zu belagern. Dann mit dieser Armee hier. Das sind nur Bogenschützen. Könnte man zum Beispiel in Athen fortbilden einmal. Ei, mein Herr! Ei, großer Herr! Ja, mächtiger Herr! Ei, großer Herr! Schließe mich der Flotte an! Ach Mist, jetzt habe ich die da nicht dabei. Das ist jetzt blöd, ne? Hätte ich gern dabei gehabt. Okay, bleib hier unten an der Küste stehen. Dann holen wir die ein bisschen später ab. Pack dann noch ein Schiff rein in die Flotte.
sitzen fest, mächtiger Herr. Befehle? Ja, Moment mal, was ist denn das da für eine Armee? Eine ziemlich fette Armee, würde ich sagen. Sire! Stoßt vor! Befehle? Mein Gebieter, vorwärts! Sire! Mächtiger General! Mächtiger General! Mein Gebieter, marschieren! Die zweimal noch mit auf das Schiff. Das Schiff ist bereit! Komm mit dem Schiff noch dazu. Ei, großer Herr! Sire! Marschieren! Ei, großer Herr! Ja, da können wir auch noch ein Sekündchen warten und dann machen wir da auch noch ein weiteres Schiff dazu. Mit der Armee haben wir es jetzt ja nicht so super eilig. Da geht auch noch ein Schiff in Sidon. Die Bauern da auch mal fort. Wir bauen mal so eine Quinquireme. Das ist immer ganz gut, dann verliert man eigentlich, also wenn man davon mehrere hat, verliert man eigentlich keine Seegefechte mehr. Städte muss ich gleich noch durchgucken, juhu. Geh mal hier runter in den Hafen. So, jetzt ist das Einzige, was wir noch jetzt auf jeden Fall machen könnten, so wie ich das sehe. Mächtiger General, Sire, sind bereit. Ja, die Armee ist ja auch ziemlich gefüllt. Bereit! Mächtiger General! Komm, dann nimm die da mit auf das Schiff. Kann natürlich sein, dass hier nächste Runde die Steuern dann nochmal entsprechend angepasst werden müssen, ne? Aber ist, glaube ich, ein Kalkül, dass man hier eingehen kann. Wie sieht das hier aus? Befehle? Wir haben ja hier noch was an ordentlichen Truppen. Komm, pack die mal da in diese Armee rein, da bei Thessaloniki. Ist mir hier noch ein Bauer? Okay, wir brauchen noch mehr Bauern. Ja, okay. Machen wir noch so einen armenischen Legionär. Hier brauchen wir sicherlich Befehle, noch einen Bauer. Mächtiger General. Befehle? Vorwärts! Aber du kannst schon mal mit denen, genau, kannst schon mal mit denen da reingehen. Sind bereit! Mit denen können wir noch nicht landen, das ist aber geritzt. Okay, so, ich bin jetzt auch so ehrlich, ich sag, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann würde ich es nochmal neu laden, aber ich glaube, wir schaffen das. Die letzte Stadt der Römer in Griechenland. Erhebt eure Lanzen, sattelt die Pferde, trinkt euren letzten Wein. Das Schicksal wartet, Soldaten. Das Schicksal hat unser Los entschieden.
Soldaten, macht euch bereit, euch zu verteidigen. Was? Verteidigen? Macht den Ausfall? Ich glaube kaum. Ich glaube kaum. Oh, das sind viele in der Synchro. So, zuerst machen wir mal ein Loch in die Mauer. Eure Ingenieure haben mit der Arbeit begonnen. Die Mauern sollten bald fallen. Ach, diese Filetes-Gladiatoren, ey, die Brutis spammen die halt so heftig, ne? Wobei man kann ja auch hier mit Römern, mit den Julian, kann man ja auch Arcana spammen ohne Ende. Das ist auch schon eine geile Sache, ne? Arcana sind auch eine coole Einheit. Die Filetes-Gladiatoren sind jetzt auch nicht so schlecht. Haben halt auch 2 Hitpoints, ne? Das hat leider nochmal alle geschafft, ne? Die Grabungen haben ihren Zweck erfüllt. Die Mauern sind durchbrochen. Jetzt müsste ich mal kurz warten. Wo will er sich denn jetzt aufstellen? Da, okay. Dann schau mal, kannst du dich vielleicht so mal hier positionieren, ohne dass du komplett totgeschossen wirst? Der blockt das ganz gut weg, ne? Aber steter Pfeil hüllt den Filetes-Gladiator, ne? Altes römisches Sprichwort. Telum cavat Filetes Gladiator oder sowas müsste das dann wohl heißen, ne? Gut, das hat schon mal geklappt. Jetzt müssen wir das Tor einnehmen. Das versuchen wir mal mit den Bauern zuerst. Weil diese MG42 Geschütztürme der Römer, gehen die nicht da hoch? Oh, die können nicht da hochgehen. Kannst du hier hochgehen? Aha, jetzt, okay. Der feige Feind hat die Mauern verloren. Schickt eure Truppen, damit sie die Siedlung einnehmen. Ja, also diese MG42 Geschütztürme der Römer, die töten halt immer eine Einheit. Und da ist es egal, ob das ein Bauer ist oder irgendein anderer armer Wicht. So, jetzt müssen wir mal schnell unsere Route hier durch die Stadt suchen. Wie laufen wir am besten? Wir wollen ja hier hin, ne? So, und da ist der Weg ist hier lang. Das heißt also hier. Hier können wir tatsächlich langlaufen. Das heißt also, den Turm müssen wir noch nehmen. Halleluja. So, wir schicken erstmal die hier vor. Gut. Jetzt schicken wir die wertvollen Einheiten. Damit gehört uns die Stadt. Da hat jetzt irgendjemand gerade eben heftigst geschrien. Also, dann machen wir
euch erstmal hier hin. Die machen wir hier hin. Hier hin. Hier hin. Mit Autofeuer. Bitte hier hin. Hier hin. Ohne Plänkelmodus. Hier hin. Und hier hin. Oh nein, nicht dein Ernst. Das ist so unfassbar dumm. Die standen einen Zentimeter oder so zu weit links und sind durch die Geschütztürme durchgelaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 10 Kreta-Bogenschützen, das tut weh. Das tut echt richtig weh. So, genau. Phalanx immer runter. So, ihr drei lustigen zwei. Genau, ihr geht jetzt bitte hier hin. Und die stellen sich dann hier hin. Autofeuer mal nur aus. So, jetzt darfst du anmachen. Ist klar. Boah, guck mal da, er killt alles. Komm mal weg hier. Der römische Heerführer ist tot. Eure Soldaten feiern, während die Römer verzweifeln. Ist er. Last Man Standing. Der Sieg. Aber ich sag jetzt nicht, dass der mir gerade 21 oder wie viel Kataphrakte gekillt hat. 39. Hinzugefügt von 35 hat er mir gekillt. Da Verlust erlitten 10. Ich krieg auch keine Einheit wieder. Ah. Gehört uns. Ja. Mächtiger General. Stopp. Ich kann die hier gar nicht rekrutieren, das ist voll doof. Das ist die einzige eine von den Hopliten, die überlebt hat. Alles andere hat er geschnetzelt. Okay, Tempel der Artemis verbessert noch die Schusswaffen, ne? Ja, aber komm, das bringt ja nichts. Entschuldigung, das war wahrscheinlich jetzt laut, ne? Genau, dann ist da die Fortbildung nämlich auch nochmal weg. Dann kriegst du noch deine Rüstung. Bei 110, dann bilde ich mal lieber den Kataphrakt noch fort. Oder die Kataphrakt-Einheit. So, gut, alles klar. Also ja, nicht gut gelaufen. Mal Seite vernichtet, jetzt habe ich doch mal... Oh, lol.
Jetzt habe ich dummerweise die Bruti vernichtet. Das hatte einer in dem Let's Play-Projekt gefragt in den Kommentaren. Gilt das nur, wenn man Seitenanführer und Erbe in einer Schlacht tötet? Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so genau geklärt, ne? Also, es reicht auf jeden Fall häufig, wenn du den Seitenanführer und den Erben tötest. Und dann, wenn die keinen, also wenn du die beiden halt wegmachst, dann hast du in der Regel auch die Seite vernichtet. Besonders gut halt dann für dich, wenn die halt keine weiteren Generäle mehr haben. Das könnte bei dem Bruti tatsächlich sein, weil die ja jede Runde gegen mich irgendwie 2 Generäle verloren haben oder so. Und die kriegen in der Regel nicht so viele neue. Wenn ich jetzt wahrscheinlich nur den Seitenanführer ausgeschaltet hätte, oder nur den Erben oder irgendwie sowas, ne? Also nur einen General der Fraktion, hätten die in der nächsten Runde wieder einen neuen gekriegt. Das ist ganz häufig so. Aber das ist ja super. Alter. Wow, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da bin ich jetzt aber positiv überrascht. Also. Krass. Richtig, richtig krass. Wir stellen uns mal den Apollonia auf. Ich will mir jetzt diese Rebellenstätte holen. Wäre natürlich mega cool, wenn der Senat jetzt hingehen würde und die sich alle irgendwie unter den Nagel reißen. General. Gerade. Lass den mal noch außen vor. Mächtiger General, stoßt vor! Vorwärts! Weiter! Mein Gebieter? Sire! Tausch mal grad. Sire? Ich kann den nämlich auch hier fortbilden. Hahaha. Okay. Befehle? Vorwärts! Lass ihn mal da drin stehen. Wir wollen ja mit unserer Flotte jetzt auch da hoch. Oh, da wird da jede Runde eine Half-Stack oder eine Full-Stack rüber geschippert, ey. Dann kann sich der Senat und die Scipioni, die können sich dann echt warm anziehen. Okay. Hab ich alles gemacht? Ich kann es jetzt schlecht sagen, ne? Ich muss vor allen Dingen nochmal die Städte alle durchgucken. Genau, da bauen wir den Tempel neu, ne? Hier bauen wir das Ding. Tempel. Komm, wir haben so viel Kohle. Wir bauen jetzt noch Stadtmauern und so ein Gedöns, auch wenn wir es nicht brauchen. Ich wurde auch gefragt, warum ich nicht Karawanen baue. Das ist in der Tat so eine Sache. Also ich gehe in der Regel immer lieber erstmal auf öffentliche Ordnung in den Provinzen und dann erst aufs Geld. Es sei denn halt, ja, also es kommt auf die Spielphase an, ne? Weil tatsächlich profitieren die anderen Nachbarstädte auch von den Karawanen, wenn man die baut. Da kriegt man so Multiplikatoreffekte. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne, sinnvolle Sache. Ich musste aber halt auch dazu sagen, ja, das ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich bei mir, wann ich das halt mache und wann nicht. Also manchmal, also klar, natürlich, ne, in vielen Situationen ist es durchaus sinnvoll, auf jeden Fall. Ich meine, wir könnten es hier wahrscheinlich auch machen. Die Tatsache ist aber halt auch, es kommt nicht mehr aufs Geld an bei uns. Ne? Das ist auch nochmal so eine andere Sache. Mächtiger General. Vorwärts. Schieben wir den mal da oben hin. Erhabener. Stopp, das wollte ich nicht. Ich war gerade hier, ne? Muss erstmal gucken, dass auch alles, wo ich bauen kann, auch irgendwie was gebaut wird, ne? Sparta hat... Genau, dann bauen wir mal die Armeekaserne. Da rekrutieren wir einen Kataphrakt.
Tempel der Nike ist genau das Richtige, was wir hier brauchen. Ja, und da waren wir dann schon, ne? Okay. Speichern, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz die Rekrutierungsebenen durch. Rhodos kann auf jeden Fall noch ein Schiff bauen. Halikarnassos baut man besser nix. Ja, Madunon berittenen Bogenschützen, Madunon Kataphrakt. Ne, das dauert ja auch alles immer so lang. Korinth, bau mal ein Schiff. Kataphrakt haben wir schon. Hier haben wir den Bauern, hier haben wir auch Bauern. Mächtiger General. Okay, pass auf, macht dann den Bauern bitte vorher. Also in Griechenland könnte man halt, oder können wir halt gerade ganz gut rekrutieren. Das finde ich schon gut. Ja. Okay, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal dabei, ne? Schauen wir mal in die nächste Runde rein. Ach, ich wollte den kaufen. Nee, ich habe ein anderes Angebot. Komm, wir tauschen mal die Karteninformationen. Warte mal, ihre Angebote, die geben 260. Und wollen unsere Karteninfo haben. Naja, ja, ich habe die Kohle gekriegt. Pass auf, wir machen einen Waffenstillstand. Dafür gibst du mir die Karteninfo. Ist ja auch Käse, machen sie ja nicht, ne? Oh, Handelsrechnung mit Germanien, klar. Sollen wir mal Karteninfo tauschen? Würdest du auch ein Bündnis machen wollen? Ja, ein Bündnis wäre nicht gut, weil wir greifen euch ja nachher an. Oh, jetzt kommt die Julia. Ui. Ein Kandidat zur Adoption, lehn den nochmal bitte ab. Ja, das liegt halt in so einer doofen Randzone, da bauen wir direkt auch die Mauer mal hin, ne? So, was haben wir da? Der Tod geht um. Ach, shit. Ach, das habe ich vergessen. Hä? Der hatte noch die Seuche dabei. Okay, pass auf, dann verseuchst du doch einfach einen anderen Ort. Der hätte noch eine Runde in Sparta warten müssen, dann wäre die Seuche rum gewesen. Ne? Jetzt muss er einen anderen Ort verseuchen. Setz die Segel. Momentan geht das nicht weiter, Sire. Das Schiff ist bereit. Ja, mächtiger Herr. Wir können jetzt nicht weiter, Sire. Ereignisse einer Seite. Liapos kriegt einen Bibliothekar und Trillert bekommt einen Chirurg. Okay. Baubericht lassen wir mal weg. Rundenbericht schenken wir uns. Rekrutierungsbericht schenken wir uns auch. Und dann gucken wir uns den nächsten Part an. Ah, das wird ja nochmal ein Spaß, wenn die alle ankommen. Guck mal, die haben noch eine Vor-Marius-Reform-Armee. Die meisten anderen haben ja schon die Marius-Reform.
großer Herr? Da ist leider kein Katapult drin, das heißt, wir müssen regulär belagern. Wobei, wir könnten hier die Armee angreifen, dann kommt doch der andere Teil bestimmt raus. Ne? Aber das sehen wir im nächsten Part alles. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß wieder dabei. Und dann sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin gerade noch mit. Und dann sage ich schon mal in diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.